Boote von Sea Ray werden bei uns eher unter dem Aspekt der sportlichen Boote gesehen. Aber es gibt auch solche, wo, wie bei unserem Testboot, der Wohnkomfort im Vordergrund steht. Zumindest beginnen bei Sea Ray ab 40 Fuß Länge die Yachten. Das Erscheinungsbild der 400 Sundancer ist aber weniger das einer Yacht, ist leicht viel eher einem großen Daycruiser mit rundum geschlossenem Hardtop. Das Cockpit liegt auf einer Ebene mit dem Salon samt Fahrstand. Getrennt ist es durch eine mehrteilige und variabel zu öffnende Glasschiebetür. Dadurch bilden Cockpit und Salon eine Einheit, die von außen, dank des elektrischen ein- und ausfahrbaren Biminis, bei zu viel Sonne noch beschattet werden kann. Versionsabhängig kann die 400 Sundancer, wie unser Testboot, mit einer größeren Badeplattform bestückt werden. Sie lässt sich hydraulisch absenken, um entweder das darauf parkende Dinghy leichter zu Wasser zu lassen oder als Badeinsel zu dienen. Die integrierte und automatisch ausklappbare Badeleitertreppe macht es möglich. Der Salon beherbergt an Steuerbord den Steuerstand, dahinter eine Sitzgruppe mit elektrisch in der Höhe verstellbarem Tisch und gegenüber eine Zweier-Sitzbank samt ordentlich bestückter Pantry. Zum Fahrstand geht es eine Stufe höher. Dieser zeigt sich übersichtlich, gut bestückt und ergonomisch gestaltet, alles im Blick und Griff. Nach Auswertung unserer Messwerte sehen wir, dass die 400 Sundancer ab Gleitbeginn permanent im wirtschaftlichen Bereich fährt. Allerdings liegen dabei die von uns ermittelten theoretischen Reichweiten plus minus 170 Seemeilen plus 15% Reserve unter dem, was wir fordern. Hinsichtlich der Verarbeitung passt es im Großen und Ganzen. Man muss aber den Feinschliff noch etwas verbessern. Die Fahreigenschaften sind sicher, die Standardausstattung des Bootes reichhaltig. Die Seitendecks fallen uns etwas zu schmal aus, sonst ist die Bewegungssicherheit allerdings gegeben.